Wie läuft die Behandlung bei der Streifentechnik ab? Bei der Streifentechnik wird am Hinterkopf das benötigte Areal, welches meistens so ca. 1,5 cm breit ist, rasiert. Die Länge des Streifens ist in Abhängigkeit der benötigten Haartransplantate. Anschließend wird der Streifen, welcher die Haarwurzeln beinhaltet, entnommen und von einem medizinischen Team aufgearbeitet und anschließend bis zur Transplantation in eine spezielle Nährlösung gelegt. Währenddessen setze ich mit einem Mikroskalpell kleine Öffnungen im Bereich der kahlen Stellen. Mikroskalpell, um eine möglichst hohe Dichte an Transplantaten auf einem kleinen Raum zu erzielen. Anschließend werden die Transplantate dann wieder eingesetzt und Sie können direkt nach der Operation die Klinik verlassen. Am besten ist es, wenn Sie sich eine Kappe oder eine Haube mitnehmen, um das Areal vorübergehend zu verdecken. Die Haare treten dann in eine Ruhephase ein, die ca. 3 Monate dauert, und nach 3 Monaten beginnt dann das neue Haarwachstum und ist nach ca. einem Jahr abgeschlossen.